Hallo lieber Zwilling und willkommen zu deiner Tarotbotschaft, deiner Tarotlegung für den Dezember 2023. Ich bin Daniela von Sonne, Sand, Meer Tarot und wie immer ist das hier eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe und die natürlich auch nicht für jeden passt. Und wie immer darfst du dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest den lass beiseite. Und ich habe hier Lakshmi gezogen, die Fülle. Und Lakshmi umgibt sich gern mit schönen Dingen. Ja, und der ist auch das Materielle sehr wichtig. Ja, die ist gerne schön, die ist gerne gepflegt, die hat gerne schöne Sachen um sich, weil sie diese hübschen materiellen Dinge glücklich machen, weil sie sich daran erfreuen kann. Von dem her bringt Lakshmi hier neue Fülle in dein Leben. Wir schauen weiter in die Mondkarten. Die Mondkarten sagen, es ist an der Zeit zu handeln. Und wir schauen weiter in die Tarotkarten für dich. Ich ziehe wieder drei Karten. Die erste ist eine Aufgabe oder Herausforderung. Die zweite der Rat der geistigen Welt. Und die dritte ein mögliches Ergebnis, das immer mit deinem Denken, Fühlen und Handeln zu tun hat. Wir haben hier die 9 der Stäbe, den Prinz der Schwerter und die 5 der Kelche. In der Stärke geht es immer darum, dass männlich und weiblich ausgeglichen sind und daraus entsteht dann eine neue Kraft. Wir haben hier den Herrscher. Es geht auch um strategisches Planen, um strategisches Denken. Lakshmi hat gerne Fülle um sich und diese Fülle manifestieren wir nur, indem wir strategisch denken und handeln. Ja, also für die meisten Menschen funktioniert das eben nur so. Der Kaiser, der kennt seine Finanzen, der weiß, was reingeht und was rauskommt. Ja, der hat einfach den Überblick darüber und der weiß auch, wie er sein Vermögen vermehren kann, weil auch er sich an seinem Besitz erfreut. Ja? Und da ist es erstmal ganz wichtig, dass wir all diese Denkmuster rausbekommen, die Besitz verneinen. Und ganz viele Menschen, die in früheren Leben in irgendeiner Form mal im Kloster gelebt haben oder solche Geschichten hatten, ja, wo man quasi keinen Besitz haben durfte, weil der Besitz die Seele belastet und einem vom Göttlichen entfernt. Solche Glaubensmuster gibt es ja da. Ja, und da ist Lakshmi eben, sie ist das komplette Gegenteil. Ja, wenn Lakshmi zwischen zwei Männern hat und der eine kann ihr schöne Dinge kaufen, weil er viel Geld hat und der andere ist irgendwie nur nett anzusehen und macht vielleicht ein bisschen Spaß. Sie würde sich immer für den Mann entscheiden, der ihr viele schöne Dinge kauft, weil das etwas ist, woran sie sich von Herzen erfreut. Ja, und es ist etwas anderes, ob man an den Dingen sich festhält oder ob man sich an den Dingen erfreut, weil man weiß, dass es alles Kreationen des Göttlichen sind. Und so funktioniert eben die Fülle von Lakshmi, sich an den Dingen erfreuen. Und von dem her ist es eben auch ganz wichtig, die Denkmuster hinter dir zu lassen, die dich immer wieder enttäuschen und die dich immer wieder von Fülle und Wohlstand entfernen. Wir haben hier die Mäßigkeit. Und die Mäßigkeit ist eben auch etwas, das ist so ein Zustand von nicht zu viel und nicht zu wenig. Ja, Mäßigkeit ist eigentlich nichts Schlechtes, aber Mäßigkeit ist nicht Fülle. Und in Lakshmis Leben geht es um Fülle. Es geht um die Fülle, es geht um die Schönheit, es geht darum, sich an den schönen Dingen zu erfreuen, weil sie alle göttlich sind. Ja? Und da kann man nicht mit angezogener Handbremse fahren. Ja, und es ist einfach an der Zeit, dass du die enttäuschenden Denkmuster und generell auch energetischen Muster zurücklässt, hier, die immer wieder deinen Wohlstand schmälern oder abschneiden, ja? Denn der Wohlstand, der wartet hier auf dich und die Karten sagen ja, es ist an der Zeit,
dass du in Aktion trittst, ja, dass du das Ganze umsetzt, dass du Wege findest, das in dein Leben zu bringen, ja, diese Fülle an Dingen, die dich erfreuen, die Fülle an Dingen, die dir Spaß machen. Und ich meine, Geld kann man nicht essen, mit Geld kann man nicht alles kaufen, aber man kann mit Geld viele Dinge machen und kaufen, die Spaß machen. Das ist schlicht und einfach so. Und das ist etwas, dass die Energie von Lakshmi inne hat, weil Lakshmi das Leben genießt. Und Lakshmi genießt eben auch die Dinge, die man mit Geld kaufen kann, was nicht bedeutet, dass sie nicht geliebt wird oder sich selbst nicht liebt. Ja? Sie, bei ihr schließt das eine das andere nicht aus. Ja, Lakshmi ist Schönheit, Lakshmi ist Fülle, Lakshmi ist Wohlstand. Und es geht eben hier auch wirklich darum, dass du dir strategisch einen Plan für dich zurechtlegst, wie du diese Fülle und diesen Reichtum in deinem Leben manifestieren kannst, ja, und wie du es vor allem auch frei von schlechtem Gewissen genießen kannst, ja. Und von dem her hält Lakshmi für uns alle manchmal sehr wertvolle Lektionen bereit, weil sie die Dinge, die sie in ihrem Leben hat, eben auch zu schätzen weiß und sich bewusst an ihnen erfreut. Ja, und das ist so etwas, versuche mal im Dezember, dich bewusst an den Dingen zu erfreuen und schaue, wie sich das auf deine Energie auswirkt. Ja, und dann schau, was ist Mäßigkeit und was ist Fülle? Und wie kommt mehr Fülle in dein Leben? Ja, und leg dir eine Strategie dafür bereit, wie sich das Ganze für dich manifestieren kann. Wie auch immer das in deinem speziellen Fall für dich aussieht. Und auch für dich kommt zum Abschluss noch eine Karte aus dem Orakel der indischen Götter und ich habe hier Vishvarupa. Ich sehe hinter die Dinge. Und ich sehe hinter die Dinge heißt auch, ich sehe die Wahrheit in allem und damit aber auch die Schönheit in allem und den göttlichen Kern in allem. Ja, lieber Zwilling, soweit deine Tarot-Botschaft für den Dezember. Ich hoffe, sie war dir hilfreich und konnte dich ein wenig inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und wenn du möchtest, hinterlass mir einen Kommentar, darüber freue ich mich von Herzen. Alles Liebe! Und vom 25. Dezember bis 5. Januar gehen wir wieder durch die 12 heiligen Nächte, die Rauhnächte, die uns so schön vom alten in das neue Jahr geleiten. Und es gibt auch in diesem Jahr wieder die Aktion des gemeinsamen Orakels. Da bekommst du für jede Rauhnacht jeden Tag eine E-Mail mit dem Thema des Tages, dem Monat im neuen Jahr und auch einem Orakelvideo, wo ich aus 3 Decks Karten ziehe, wo du dann, wenn du möchtest, auch noch mit orakeln kannst, unten drunter kommentieren kannst, dich mit anderen austauschen kannst. Und diese Aktion, die fließt in den Weiterbestand dieses YouTube-Kanals hinein. Von dem her, wenn dich das interessiert, findest du den Link unter dem Video. Und ich freue mich natürlich, wenn ganz, ganz, ganz viele Leute bei dieser tollen Aktion mitmachen. Alles Liebe!